Ja, liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur und des Vereins Swiss Engineering, Sektion Winterthur-Schaffhausen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Vortrag. Die Tatsache, dass ich hier stehe, um das gleich kurz zu sagen, ich habe diesen Vortrag noch während meiner Präsidentschaft organisiert und in der NGW ist es so, dass jeweils diejenigen Leute den Vortrag einführen und den Referenten vorstellen, die verantwortlich sind. Dann ist für Sie ganz klar, wer den Erfolg einheimsen kann oder wer schuld daran ist. Nun, wenn wir die Probleme anschauen, mit denen die heutige Menschheit zu kämpfen hat, dann gibt es verschiedene. Zwei davon möchte ich nennen. Eines davon ist die Tatsache, dass wir immer mehr in Ressourcenprobleme hineinschlittern. In endliche Ressourcen oder Ressourcen, die unter Umständen nicht so gut sind, vielleicht sogar Schaden anrichten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, kennen Sie alle, das CO2-Problem und damit der Klimawandel. Zu beiden Problemen sollte der heutige Vortrag Ihnen einen Einblick geben, vielleicht sogar Antworten, Lösungen geben. Auf alle Fälle der Werkstoff Holz, und das ist auch der Titel, erlebt eine Art Renaissance. Dass man nun neuerdings sogar Hochhäuser macht aus Holz, bestätigt diesen Trend. Und bei dieser Entwicklung, kann hier auch gesagt werden, hat Winterthur eigentlich die Nase ziemlich weit vorne. Sie haben gehört, dass die Baufirma Implenia im heutigen Sulzer Areal ein rund 100 Meter hohes Holzhochhaus plant, im nächsten Jahr zu bauen beginnt. Die Rakete heißt das Gebäude. Die Siska Immobilien andererseits, die sind daran, einen Gestaltungsplan zu machen, ebenfalls für ein Holzhochhaus, das dann in der Nähe des Bahnhofs errichtet werden soll. Darüber werden Sie noch mehr zu hören bekommen. Hochhäuser aus Holz, da kann man sich nun wirklich fragen, geht das eigentlich? Ist Holz zu einem ganz normalen Baustoff geworden, wie Stahl beispielsweise, wie Beton beispielsweise? Ich bezweifle das ein wenig, vor allem wenn ich an die Brandvorschriften denke, die an den Baustoff Holz gestellt werden. Da sind vermutlich noch etliche Hindernisse zu überwinden. Wenn Holz also der neue Werkstoff werden soll, dann müssen selbstverständlich auch die Architekten, muss auch die Bauherrschaft bereit sein, hier mitzumachen. Sie sehen, da stellen sich sehr viele Fragen. Unser heutiger Referent ist in Chiasso geboren, hat dann in Mendrisio das Gymnasium besucht, ist anschließend, wie viele Tessiner, nach Zürich gegangen, an die ETH, und er hat dort Bauingenieur studiert. Bauingenieur deshalb, weil seine Familie, hat er uns beim Nachtessen gesagt, hätte in der Leventina auf 1100 Metern Höhe oben ein Ferienhaus und er hätte dort schon als kleiner Junge gesehen, als die Autobahn ins Tessin gebaut worden sei, wie diese Brücken, diese schlanken Brücken mit den Pfeilern, das hätte ihn imponiert, hätte ihn beeindruckt und das war sicher ein Motiv, dass er Bauingenieur studiert hat. 1995 dann das Diplom und 2001 das Doktorat und anschließend ging er für 3 Jahre nach Vancouver in Kanada, war dort Projektleiter an der Firma Reed Jones Christofferson.
Anschließend 2004 kam er wieder nach Zürich, wurde Projektleiter bei einer Firma in Zürich, Marchand und Partner. Und seit 2010 ist er Professor an der ETH in Zürich, und zwar am Institut für Baustatik und Konstruktion. Noch zwei Dinge. Seine Interessensgebiete sind Holzbau und eben Brandschutzingenieurwesen. Deshalb habe ich das am Eingang, am Anfang erwähnt. Er ist Präsident der Normenkommission SIA 265 Holzbau, Vizepräsident der Europäischen Normenkommission Eurocode 5, ebenfalls Holzbau, und Co-Präsident von Swiss Wood Innovation Network. Sie sehen, wir haben den richtigen Mann heute Abend eingeladen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Professor Dr. Andrea Frangi. Bitte, das Wort. Vielen herzlichen Dank, Peter, für diese sehr nette Einführung, wirklich. Ja, geschätzte Damen und Herren, ja, es freut mich wirklich sehr, heute Abend hier zu sein, über die Renaissance von Holz zu sprechen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Zeit schenken. Ich schenke Ihnen auch gerne meine Zeit, die nächste Stunde. Ich starte aber zuerst mit dieser Folie. Peter hat erwähnt, diese Professur für Holzbau ist noch jung, existiert seit 12 Jahren. Und was wir machen, wir fördern den Holzbau. Wir sind etwa 18 Personen. Und Sie sehen, in den letzten 12 Jahren konnten wir 22 Doktorarbeiten abschließen. Das ist eine hohe Anzahl an Arbeiten. Das spricht für das Material Holz. Aber das spricht auch immer für diese Personen. Sie werden heute Abend einige Forschungsresultate, darum zeige diese Personen. Sie werden einige wieder Bilder sehen von den Personen. Ich mache seit 2010 nicht mehr Forschung. Ich habe die Ehre, mit den Jungen zu arbeiten. Sie machen unglaubliche, schöne Projekte. Ja, das wurde schon erwähnt, Klimawandel und Klimaschutz. Diese Folie aktualisiere ich jedes Jahr im Februar. Das ist wichtig, weil sonst vielleicht lesen Sie einen falschen Wert durch diese ja, normale Oxidationen. Das ist die CO2-Konzentration gemessen auf einer Messstation der FIDE, die wir haben. Diese ist auf den Hawaii. Das sehen Sie jetzt, diesen Wert im Februar 2022. Das sind die Grenzwerte, die wir nicht überschreiten sollten, wenn wir diese Szenarien von 2 Grad 1,5 Erhöhung der mittleren Temperatur. Ja, da haben wir nicht mehr so viel Zeit. Woher kommt diese CO2? Ja, Sie wissen, wir haben Gebäude, Industrie, Verkehr, aber insbesondere darum Gebäude und Bauwerk, Wirtschaft sind schon, Sie sehen mit diesen Zahlen, ja, große Treiber von dem ökologischen Fußabdruck. Das heißt, ja, eigentlich mit den Gebäuden haben wir vielleicht doch einen großen Hebel oder ein Hebel, um die Problematik zu lösen, unter Kontrolle zu setzen. Das ist jetzt das Ziel von BAFU, vom Bund. 2020 hätten wir die 42,4 Tonnen CO2-Äquivalente. Wenn wir jetzt die aktuelle Zahlen, wir sind bei 43,4. Also die Richtung ist gut, immerhin. Wir gehen in die richtige Richtung. Da sehen Sie, es gibt eine Abnahme der Emissionen. Wenn Sie jetzt ein bisschen genau schauen und vielleicht noch hier lesen, man merkt, also erstens, dass ja den blauen Bereich Verkehr, ja die Emissionen werden kleiner aufgrund wirklich dieses Durchbruch des E-Mobilität.
bei den Gebäuden, dieser roten Bereich, das wird auch immer besser, aber das geht im Wesentlichen zurück auf die Substitution fossile Wärme erzeugen. Wir haben Gebäude, die immer weniger Energie brauchen. Aber die Energie, die wir brauchen für die Erstellung der Gebäude, die Grauenergie, das geht unter Industrie. Die Bauindustrie ist in diesen rosa. Und dort sehen wir nicht eigentlich große Verbesserung. Auf der anderen Seite, wir können nicht sagen, ja, wir bauen nicht mehr. Das wäre eine gute Strategie. Wenn nichts machen, das ist immer die beste Nachhaltigkeitsstrategie. Aber was machen wir mit der Bevölkerungszunahme? 8,7 Millionen in der Schweiz, 8 Milliarden seit einer Woche auf der Welt. Tendenz steigen. Und 2050, 7 von 10 Personen werden in diese Mega-Agglomerationen. Also wir werden auch in der Schweiz wieder Wohnungen bauen müssen. Und dann stellt sich die Frage, wie sollen wir bauen? Wie immer, konventionell, dann gehen wir in die Richtung. Das heißt, ja, werden wir wieder viele Emissionen haben. Oder wir bauen vielleicht mit biobasierten Materialien, die die Eigenschaft haben, Kohlenstoff in den Gebäuden zu binden. Holz bindet Kohlenstoff. Können wir einfach diese Kohlenstoff in den Gebäuden speichern und dann schaffen wir sogar ein zusätzliches Budget an diese Klima-Budget-Obergrenze, die wir haben. Also wir können sogar in die andere Richtung gehen. Das heißt eigentlich, die Urbanisierung können wir als Chance nutzen, wirklich. Und das vielleicht sollen wir auch machen. Das ist eine der größten Fabriken. Wir sind in Südkorea. Das ist die Hyundai. Wissen Sie, was ist die größte Fabrik in der Schweiz? Unsere größte Fabrik in der Schweiz. Hat jemand eine Idee? Der Wald ist die größte Fabrik der Schweiz, Produktionsfläche 12.800 Quadratkilometer. Frei zugänglich, auch mit und dem Rad. Sie dürfen alles mitnehmen, was Sie finden. Diese größte Fabrik produziert jährlich 10 Millionen Kubikmeter Holz. Kostenlos. Nun stellt sich die Frage, diese 10 Millionen Kubikmeter entnehmen 10 Millionen Tonnen CO2. Es gibt diese Faustformel, ein Kubikmeter Holz bindet nahezu eine Tonne CO2. Was sollen wir machen mit diesen Bäumen? Das ist die erste Frage, die ich Ihnen mit Ihnen so erläutere und vielleicht danach auch diskutieren. Ja, was machen wir mit diesen 10 Millionen Kubikmeter Zuwachs? Was ist die Holzernte in der Schweiz? Etwa die Hälfte, 5 Millionen, tendenziell abnehmend. Also wir haben 10 Millionen Zuwachs. Wir nehmen nur 5 aus dem Wald. Gott sei Dank haben wir Stürme. Die natürliche Selektion in den Wäldern. Dann stehen die alten Bäume horizontal und wir müssen die Bäume aus dem Wald nehmen. Also ein Bürkling, Lothar, Vivian sind nicht so schlecht für grundsätzlich diese, für den Wald, weil da müssen wir wirklich etwas mehr von diesem Material nutzen. Sie sehen in den letzten Jahren diese Violette, das ist Energieholz,
Rot- und Grünindustrieholz. Tendenziell haben wir eine zunehmende Verwendung von Holz für energetische Zwecke und weniger für die stoffliche Nutzung. Können wir debattieren, ob das sinnvoll ist. Das heißt, am besten nutzen wir mehr Schweizer Holz. Das haben wir zur Verfügung. Dann sollten wir Holz mehrmals stofflich nutzen. Klar, wir können die Bäume in die energetische Verwertung, dann geht der CO2 genau in gleiche Menge wird freigesetzt. Wenn wir jetzt das Holz stofflich nutzen und vielleicht mehrmals nutzen, dann können wir diese Kohlenstoff einfach lange Zeit in Gebäuden binden. Machen wir diesen Zyklus einfach länger. Und Sie wissen, wir suchen jetzt alle möglichen neuen Technologien, um CO2 und Kohlenstoff zu binden. Langfristig. Aber eigentlich könnten wir schon auch beginnen. Wir nehmen Holz aus dem Wald, weil Holz zu verrotten im Wald ist auch keine Strategie. Und machen wir Gebäude mit dem Material Holz. Und kommt immer mehr auch diese Reuse-Wiederverwendung. Eigentlich müssen wir die Gebäude so bauen, dass wir können sie demontieren und nochmals bauen auf einen anderen Standort. Wir sind noch nicht so weit. Ja, wir sollten mehr Holz für Bauen verwenden und auch andere Materialien, die energieintensiv, CO2-intensiv sind, vielleicht doch ersetzen. Da merken Sie die Verhältnisse. Was wir an Material verbauen, etwa 16 Millionen Kubikmeter Beton, etwa 1 Million Kubikmeter Holz. Das sind einfach Welten. Also hier haben wir sicher ein Verbesserungspotenzial und hier haben wir auch ein Verbesserungspotenzial. Vielleicht ein bisschen zurückfahren. Und Sie sehen, das ist die genaue Zahl in der letzten Studie von der EMPA. Es ist diese 16 Millionen Kubikmeter Beton am weitesten verwendete Baustoff. Und Holz ist in diese Rangliste marginal grundsätzlich, aber hat ein Potenzial. Ich bin heute Abend in Winterthur. Ich glaube, Winterthur wird die Holzmecke der Schweiz oder vielleicht sogar weltweit. In Zürich haben wir schon auch doch Leuchtturmprojekte. Aber wenn man ein bisschen durch die Stadt geht, man sieht schon darum viele konventionelle Bauten. Gerade was entlang den Bahnhöfen gebaut wird, das ist immens, in Zürich wird alles tabula rasa gemacht und wir bauen wie verrückt. Ja, wir brauchen diese neuen Bauten. Ja, ist die Frage, wie wir sie bauen. Und Sie sehen, wir machen große Fortschritte. Die modernen neuen Gebäude brauchen keine Energie mehr. Sie sind so gut gedämmt und so weiter. Das heißt, die Betreibung der neuen Gebäude, da müssen wir schon den Bestand sanieren, aber die neuen Gebäude brauchen keine Energie mehr. In den Gebäuden bleibt aber nur noch dieser graue Anteil, das ist die graue Energie, die Energie, die ich brauche, um diese Gebäude herzustellen. Und wenn man genau anschaut, das sind die bestehende Bauten, das sind die neuen Bauten. Also Sie sehen diese blauen, das ist wirklich, was wir brauchen für die ganze Heizung und so weiter. Das geht massiv zurück. Aber was wir brauchen für die Materialien, da haben wir keine Fortschritte gemacht. Es ist genau wie vor vielen Jahren. Weil wir verwenden immer noch die üblichen Baumaterialien. Sie sehen jetzt, diese Anteil geht zurück an diese Baumaterialien. Das sind verantwortlich für die graue Emissionen. Und auch hier dominant ist Beton als Baustoff.
Ja, was dürfen wir mit Holz machen? Was erlauben auch, ja, zum Beispiel die Brandschutzvorschriften? Mit Holz haben wir in der Vergangenheit alles gebaut. Brücken, Gebäude. Das war ein Unersetzmaterial. Denken Sie an die Rheinbrücke in Schaffhausen, von Grubenmann gebaut und so weiter. Pionierarbeiten. Man hat einfach das Material, war nicht nur für Energie, war auch als Baumaterial unersetzbar. Und dann kamen die neuen Materialien, mineralische Materialien, und dann sind die Städte auch gebrannt und dann haben wir sie ohne Holz wieder gebaut. Wir hatten immer noch die Tradition in den Bergen. Wenn wir ein bisschen, ja, in andere Länder finden wir schon auch, ja, Tempel und so weiter. Das ist die Sakyamuni Pagoda, um die 1000 Jahre nach Christus gebaut, ein Hochhaus, 67 Meter, immer noch intakt. Und jetzt kommen wir wieder auch mit, ja, 30, 60, 80 Meter. Die Natur macht sowieso immer besser. Die ist unschlagbar. Ja, aber das ist schon so. Das war das Killer-Kriterium für die Verwendung von Holz als Baumaterial. Holz brennt. Das können wir nicht in Gebäude nutzen. Daran haben wir gearbeitet, weil die Brandschutzvorschriften haben nur noch 2 Geschosse aus Holz gebaut. Die Brandschutzvorschriften 93 grundsätzlich verbieten Holz als Baumaterial. Maximum 2 Geschosse. Ja, einige Kantone haben ignoriert, weil sie hatten eine andere Tradition, aber grundsätzlich gab es keine Perspektive für die Holzbranche. Was sollen wir machen? Wir dürfen nur 2 Geschosse bauen. Und dann wurde anerkannt und ja, seit, ja, jetzt, ich würde sagen, 22, 27 Jahre an der ETH haben wir Brandschutz und Holzbau gemacht. Begonnen hat Professor Mario Fontana 92. Ich war Doktorand bei Mario Fontana. Ich habe doktoriert im Bereich Brandschutz und Holzbau. Und was haben wir gemacht? Einfach alles brennen, was wir brennen konnten. Einfach, damit wir verstehen, wie Holz brennt. Decken, Wände, Stützen, Balken. Man hat Naturbrandversuche. Einfach um, ja, das Wissen und dann dieses Wissen auch, ja, irgendwie für die Praxis zu verarbeiten und auch die Behörde, es ist ein langer Weg, auch ein Vertrauen zwischen Behörde und Wissenschaft, dass, ja, vielleicht können wir doch brandsichere Gebäude auch mit Holz. Ja, das ist eine der vielen Brandversuche. Ja, also Holz brennt, ist unbeschritten, aber ja, wir wissen, wie es brennt und so weiter, können wir die Brennbarkeit auch im Griff haben. Und die Stärke von Holz im Brandfall ist, dass, ja, wir verlieren einen Teil des Geschnittes. Holz wird in Holzkohle umgewandelt, aber es bleibt immer noch ein Restgeschnitt. Die Holzkohle hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Dieser Restgeschnitt ist kalt, ist tragfähig. Und damit können wir vielleicht auch nach 2 Stunden immer noch Lasten tragen. Stahl ist nicht brennbar, hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sind sehr filigrane, schlanke Querschnitte, die erwärmen sich schnell. Dabei eine Stahlkonstruktion haben Sie vielleicht schon nach einer halben Stunde ein Versagen. Obwohl das Material brennt nicht, aber verliert an Festigkeit mit zunehmenden Temperaturen. Und bei Holz machen wir einfach große Querschnitte, wissen wir, dann passiert nichts. Ja, ist klar, irgendwann müssen wir löschen den Brand, aber wir können längere Feuerwiderstände. Und das ist anerkannt, wir haben die besten Brandschutzvorschriften, wirklich die besten Brandschutzvorschriften der Welt. Die erlauben uns seit dem 1. Januar 2005, das ist die Revolution für die Holzbranche, mehrgeschossige Bauten bis 6 Geschosse. Von 2 auf 6, ja, das war wirklich
der große Durchbruch. Wir können mehrgeschossige Bauten, aber nicht seit ewig. Das sind 10, 17 Jahre. Und ab dem 1. Januar, neue Revision der Brandschutzvorschriften, bis 100 Meter gibt es keine Grenze mehr. Wir dürfen auch Häuser aus Holz bauen. Als Standardkonzept mit Anforderungen, die alle anderen Länder, da glauben sie nicht, was wir machen. Das können wir stolz sein. Und wir glauben, unsere Hochhäuser sind selbstverständlich sicher auch in Brandfall. Sonst könnten wir auch keine Baubewilligung erhalten. Das ist unbeschritten. Ja, was können wir machen? Wir haben wirklich sehr gute Rahmenbedingungen. Ja, grundsätzlich alles. Wir können alles. Türme, alle, mehrgeschossige Bauten, Aufstockungen, auch Häuser. Wir haben so große Vorschritte, dass wir, klar, die klassische Sporthalle Davos, 1978. Das war grundsätzlich die einzige Anwendung von Holz in der Vergangenheit. Weil hier, es geht nicht um Brandschutz. Es ist ein Dach. Und es ist sinnvoll, ein Dach soll leicht sein. Sonst, es muss nur ein bisschen Schnee übernehmen. Aber wir haben jetzt moderne Gebäude, Elefantenpaar, wenn Sie noch nicht in Zürich waren. Nicht nur für die Elefanten, die Halle ist einfach genial. So schön. Swatch-Gebäude in Biel, das sind diese Leuchtturmprojekte, wenn Swatch ein Gebäude baut und einfach mit dieser Drachenform und so weiter. Klar, kostet auch etwas, aber das ist einfach unglaublich, was wir mit Holz bauen können. Ja, dann auch Baum, Wippelfäde, immer mehr in Holz, ist immer gut. Dort gehen die Familien, gehen die Kinder, da merken, mit Holz kann man etwas Gutes machen. Ja, klassische Fußbrücken, Velobrücken und so weiter. Es kommen immer noch schöne Beispiele. Wir machen sogar die ersten Wildtierbrücke. Wir haben sogar Astra überzeugt. Ah, können Sie sich vorstellen, wie schwierig ist bei einem Bundesamt? Also, Sie sind auch bereit, doch neue Wege zu gehen, Wildtierbrücken aus Holz. Es gibt jetzt schon zwei, eine auf der A1 und der andere auf der A2 und kommen noch weitere. Es ist doch sinnvoll, es sind nicht riesige Spannweite, warum nicht? Und wir werden den Flughafen mit Holz bauen. Es ist unglaublich, was angekündigt wurde vor ein paar Wochen. Ja gut, die Frage ist, warum brauchen wir noch eine Erweiterung? Aber das ist die andere Frage. Aber scheinbar Flughafen Zürich wird wieder wachsen und das ist, was sie publiziert haben. Neue Dock A in Holzbau wird gebaut. Also da, das sehen Sie, es geht schon nicht schlecht weiter mit dem Material Holz, aber der große Markt, das sind diese mehrgeschossige Bauten, ist gut, wir können diese Gebäude bauen. Sind einzelne Gebäude in den Städten gewachsen, aber jetzt wachsen einfach Quartiere in den Städten, in Zürich, in Basel, in Mellingen und in Winterthur. Schon ein schönes Beispiel. Gießerei muss ich Ihnen nicht vorstellen, aber in Winterthur, es geht schon weiter. Ich meine, Suentil, das war damals die größte Wohnüberbauung in Holzbauweise. Es sind mehr als 300 Wohnungen. Und das, wenn Sie diese Zahlen schauen, ich meine, verbautes Holz, 10.000 Kubikmeter, also ungefähr sind wieder schon 10.000 Tonnen CO2. Also diese Gebäude öffentlich werden wir 100 Jahre nutzen. Diese Kohlenstoff ist dort parkiert. Dann hat man berechnet, wie viel Kubikmeter Beton gespart hat und so weiter. Und am Schluss, ist nicht schlecht. 14.000 Tonnen CO2, die dem Kreislauf entzogen, respektive nicht freigesetzt wurden. Zurzeit müssen wir nur Zeit gewinnen, möglichst wenige CO2-Emissionen. In 50 Jahren, hoffentlich, haben wir entweder das Problem gelöst
Oder wir haben sowieso andere Probleme. Das heißt, vielleicht in 50 Jahren können wir wieder CO2 emittieren. Aber es ist klar, ist auch nicht korrekt, dass wir die Aufgabe unserer Kinder oder Enkelkinder, aber ja. Und dann jetzt kommt Lofstadt, Implenia und so weiter. Also was hier umgebaut und gebaut und mit Holz gebaut, das ist wirklich vorbildlich. Stadt Äußer, Krokodil, schon fertig. Und, ja, Rakete oder The Rocket. 100 Meter angekündigt in uns Beweis. Darum, ich glaube, wenn das fertig ist, ist schon hinter die Holzmecke in der Welt. Ich glaube, sie haben wirklich viele Leuchtturmprojekte plus was Siska plant und so weiter. Also Krokodil ist wieder ein sehr schönes Beispiel. Und das zeigt, es sind ja riesige Gebäude, aber wir haben die Technologie, wir können mit Holz. Sobald sie vom Boden kommen, bis 30 Meter, wir dürfen, wir können, wir sollen alles mit Holz machen. Weil, ja, wir haben sicher eine Ressource effizient, insbesondere bei Gebäudehülle. Warum ist eine Holständer Wandkonstruktion so effizient? Ja, weil wir packen in der Konstruktion die Dämmung, die wir brauchen. Das ist einfach eine Wand, viel schmaler, viel leichter und so weiter. Also der Architekt freut sich, hat ein bisschen mehr Platz. Und also das ist zum Beispiel eine Anwendung von Holz. Und es geht wirklich um Ressourcen sparen, möglichst wenige Ressourcen für unsere Gebäude. Komme noch darauf. Das habe ich schon erwähnt. Die Produktion der Holzbauteile, Brettschichtholz, Brettsperrholz, da brauchen wir schon ein bisschen Energie um diese Bauteile, aber viel weniger im Vergleich zu anderen Baumaterialien. Und zudem können wir sagen, wir binden Kohlenstoff in diese Bauteile. Es ist immer noch die große Diskussion, darf ich das anrechnen? Weil in 50 Jahren vielleicht wird der Balken gebrannt. Das ist korrekt. Da müssen wir zeigen, nein, der Balken wird wieder verwendet für die nächsten 50 Jahre. Damit dieser Kreislauf möglichst lang wird. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, in 50 Jahren haben wir vielleicht eine andere Welt und da können wir vielleicht wieder auch CO2 emittieren, aber jetzt vielleicht ein bisschen bremsen. Große Fortschritte in der Verklebung, Verbindungstechnik. Der Holzbau macht große Fortschritte, wenn wir genau besser verkleben, besser verbinden. Und wir haben immer bessere Technologien. Wir können die Elemente zusammen verkleben, große Querschnitte. Wir brauchen große Querschnitte für auch Häuser. Wir können solche gekrümmte Träger 40 Meter lang produzieren, transportieren, verbauen. Und verbindungstechnisch, weil alle Elemente müssen sie zusammen verbinden. Da kommt Stahl schon ins Spiel. Das ist ein wichtiges Material für die Verbindungen. Und da haben wir große Fortschritte mit eingeklebter Gewindestange, mit Vollgewindeschrauben, mit Stabdübel und so weiter. Effiziente Verbindung, die vielleicht auch einfach demontierbar sind. Wieder diese Gedanke, Wiederverwendung und so weiter der Bauteile. Und dann haben wir jetzt diese neue massive Bauteile. Nicht nur der Balken, sondern die Platte. Das sind Brettsperrholz-Elemente, massive Elemente, also aus Holz, aber massiv im Sinne vielleicht 2,50 Meter breit, 14 Meter lang, die Sie erstellen können, transportieren und damit können wir bauen ein bisschen mit dieses Gefühl, es ist einfach robust. Sie klopfen gegen die Wand, es ist, ja, es ist voll Holz und so weiter. Und das ist interessant, das sind wieder auch neue Produkte auf dem Markt, die uns erlauben, ja, immer mehr mit Holz zu bauen. Der Blockbau, ja, historisch, das ist klar, das ist die Geschichte. Aber jetzt haben wir den Skelettbau, Stützen, Träger, der Holzrahmenbau und diese Massivholzbau, das sind die drei Typologien, je nach Zweck. Sie sind der hier oder hier oder hier. Aber egal welche Typologie Sie nutzen, Holzbau ist Systembau. Sie planen alles am Computer
Und dann geben Sie alle Daten zu Maschinen. Die Maschinen bereiten die Elemente in Werkstatt und dann bringen Sie auf die Baustelle. Und dann bauen Sie sehr schnell. Es ist ein anderes Bauen. Es ist Vorfabrikation, Vorfertigung, richtiges Planen, Erstellen unter besten Randbedingungen in eine Fabrik. Habe ich kein Problem mit Sonne, Regen, Temperatur. Ich arbeite unter besten Randbedingungen, bringe zur Baustelle und baue alles, was sie möchten. Es ist schon so, diese Freiformen sind auch möglich. Ich meine, die Maschine schneidet alles, was sie programmieren. Holz lässt sich gut bearbeiten, aber ist klar, es sind schon Leuchtturmprojekte. Da müssen Sie auch etwas zahlen für solche Strukturen. Aber grundsätzlich, Sie sehen Vorfertigung, Wände, Stützen, Decken, alles von Werkstatt zur Baustelle mit dem Kran montieren. Und wieder, das ist ein Vorteil. Holz ist leicht, der Kran freut sich. Ich kann einfach schneller montieren. Der Lastwagen freut sich, ich kann viel mehr Material packen. Das ist schon so. Sie sind einfach schneller, weil sie sind mit einem leichtes Material unterwegs. Da die Dichte von Holz, Fichtenholz, Tanne, was wir verbrauchen, 450 Kilo pro Kubik. Wissen Sie die Dichte von Beton? 2450 Kilo. Ist einfach verdammt schwer. Ist geniales Material, aber es ist einfach schwer. Ja, das so funktioniert der Holzbau. Und so wurde dieses Gebäude gebaut. Ja, das ist, ja, damals Leuchtturmprojekt, 8 Geschosse, LZT1 in Dormir, hier in der Nähe, im Nachbarland, in Österreich, Vorarlberg. Das ist schon der klassische Stahlbetonkern, den Rest wird in Holzbauweise gemacht. Es ist alles vorfabriziert, 1 Geschoss pro Tag. Das Ganze in 8 Tagen ist bereit. Rohbau ist bereit. Sie machen ein Gebäude, der Rohbau in 8 Tagen, 8 Geschosse. Mit wenigen Personen. Es gab mehr Zuschauer als Personen auf der Baustelle. Nein, es ist wirklich so. Also wenn ich eine Baustelle, Holz oder konventionell, das erkennen Sie relativ schnell. Sie müssen nicht Bauingenieur. Wenn Sie merken, auf der Baustelle passiert nichts, es ist sauber und am nächsten Tag steht das Gebäude, es war Holz. Und wenn Sie sehen, viele Personen, die sich treffen, ja, und Sie sehen, die Mulde hat mehr Material, als was wir verbaut haben, ist vermutlich eher konventionelles Bauen. Ja, kam auch der Schnee, aber das Gebäude war schon fertig. Der höchste Vorfabrikationgrad, sind die sogenannten Raummodule oder Modulbauten. Wo grundsätzlich diese Modul, klar, was können Sie transportieren? Diese 250 mal 10, 14 Meter und so weiter. Aber diese Modul enthält schon alles. Küche, Bad, ist alles fix fertig. Das ist klassische Plug and Play. Und das ab und zu können Sie nur noch so bauen. Ja, wenn eine Gemeinde merkt, im Juni, im Sommer haben wir Bedarf für einen neuen Kindergarten, weil wir haben so viele Kinder. Wie können Sie das stemmen? Nur so. Und dann müssen Sie hoffen, dass Sie kriegen die Bewilligung und so weiter. Aber wenn die Gemeinde eine Schule braucht, in Schnelltempo, dann kommt Vorfabrikation vermutlich ins Spiel. Die Architekten, das sind klar, die haben eine große Ebene, sie können viele bewegen, weil sie wählen die Materialien und das ist sehr erfreulich. Die Architekten sind begeistert von Holz. Es gibt keine Wettbewerbe ohne Holz und sie gewinnen heutzutage in der Schweiz, ist wirklich so, dass sie gewinnen Wettbewerbe nur, wenn sie eine Holzvariante vorschlagen. Es ist fast ja, auf die andere Seite gegangen. Wir sehen Holz auch immer mehr an der Witterung. Das heißt Holzfassaden, weil sie haben eine wieder ästhetische
Aspekt sehr interessant. Ist klar, es ist, man kann diskutieren, alles an der Witterung und so weiter, aber das sieht man auch. Man sieht auch Holz mit Glas in Kombination. Man sieht auch Holz mit Beton in Kombination. Warum nicht? Wir versuchen vielleicht das Beste der Materialien zusammen zu kombinieren. Wir sehen immer Holzbauten an Natur inspiriert, bionisch, Freiformen. Und ja, das ist unsere Gebäude an der ETH, das ist eine riesige Dachkonstruktion, wellenförmig. Das könnten Sie nicht machen, weil ohne einfach die beste Technologien, Roboter und so weiter, weil hier wurden 94.000 Verbindungen eingesetzt, Nägel, also per Hand können Sie. Ja, und dann treffen Sie die anderen Nägel. Aber wenn Sie alles programmieren, der Roboter kann einfach dann die Nägel so setzen. Es ist unglaublich. Das ist in, der Holzbau ist am weitesten digitalisiert. Also diese BIM, Building Information Modelle. Das ist, in Holzbau ist es klar. Ich mache zuerst mein Gebäude am Computer. Es gibt das sogenannte digitale Zwillings. Dann gebe ich alle Daten zu den Maschinen, die Elemente werden produziert, bringe auf die Baustelle und ich mache mein Gebäude. Aber wir müssen den Architekten bitten, das Projekt abzuschließen. Ich kann nicht produzieren, bis das Gebäude geplant ist. Auch die Steckdose soll ich wissen. Das ist ein bisschen ein Umdenken. Bedeutet nicht, dass wir haben keine Flexibilität, aber wir möchten möglichst viel in Werkstatt machen und nicht korrigieren auf der Baustelle. Also zuerst richtig planen und dann produzieren und dann schnell bauen. Und das, die mehrgeschossige Bauten, auch in Zürich auch zum Beispiel Freilage, das ist schon gigantisch. Dass in der Stadt Zürich einfach solche Quartiere mit Holz entstehen. Und Aufstockungen. Das ist auch interessant. Wir brauchen einfach mehr Wohnräume. Und wenn Sie sich entscheiden, Ersatzneubau, ja, geht nicht, funktioniert nicht, ist nicht nachhaltig. Was können Sie machen? Ja, wir stocken das Gebäude. Und das können Sie nur mit einem leichten Material. Sonst müssen Sie das sanieren. Und das kostet so viel Geld. Aber wenn ich, hier hat man 4 Geschosse darüber, auf diese bestehende Gebäude 4 Geschosse, möglich nur, weil alles ist leicht, es kommt keine Last auf das bestehende Gebäude. Das ist wieder eine Chance der leichten Materialien. Ausstockungen sieht man auch in Zürich. Ersatzneubau, ich glaube mehr, aber auch Ausstockungen. Und dann haben wir dieses skelettartige Gebäude, Stützen, Träger und der ganze Grundriss steht zur Verfügung, keine tragende Wände, es ist ein Büro. Das ist Tagesanzeiger in Zürich, Shigeru Ban Architekt. Ich meine, das sind wieder Leuchtturmprojekte, wenn Tagesanzeiger etwas so baut mit einem Star-Architekt. Und schon 2013. An der ETH haben wir diese Gebäude mit Laubholz. Das ist ein Leuchtturmprojekt, um zu zeigen, wir können auch mit Laubholz bauen. Damit meine ich mit Buche, mit Esche. Zurzeit, was machen wir mit Buche? Ja, energetische Verwertung. Aber eigentlich, wir haben mit die Laubhölzer höhere Leistungen, also bessere mechanische Eigenschaften, weil die Buche ist schwerer als die Fichte, 750 Kilo pro Kubik. Und je schwerer ist das Holz, sie haben mehr Holz, sie haben mehr mechanische Eigenschaften. Das ist gut. Wir können dann die Buche nutzen, wo die Fichte endet. Die Fichte hat eine gewisse Tragfähigkeit und dann nehmen wir die Buche. Ist einfach stärker. Und Laubholz, Buche, Esche bringen einfach diese Möbelqualität. Das ist unsere Gebäude, Eschenstütze. Also wenn Sie ins Gebäude Sie denken, das ist Möbelqualität. Das ist so schön, dass Sie haben einen zusätzlichen Aspekt, wieder ein Argument für viele Bauherren sagen, das will ich, kostet ein bisschen, ist mir egal, das will ich, gefällt mir.
Ja, darum haben wir gesagt, ja, das kriegen nicht mehr. Das ist, wenn Sie einen Fehler machen, das kriegen Sie nicht mehr in diese digitale Welt. Ich habe einmal gesagt, Buche ist der Ferrari in Holzbau. Hätte ich Tesla sagen müssen, das wäre viel besser. Aber im Sinne, da haben wir wirklich viel höhere mechanische Eigenschaften. Laubholz ist kein Ersatz für Nadelholz, ist eine Ergänzung. Wir haben auch Laubholz zur Verfügung. Ja, 70% Nadelholz, 30% Laubholz. Ja, die Buche ist unsere wichtigste Laubholzart im Wald. 18% tendenziell steigen, Fichte tendenziell abnehmen. Mit Klimawandel, niemand weiß genau. Auch die Buche, man hat gesehen, so resistent ist leider nicht an Trockenheit und so weiter. Das heißt, es ist gut, wenn wir auch einen Plan B haben für die Buche. Ja, wir wissen, Buche brennt gut, aber wir können auch bauen. Wir haben zum Beispiel diese Technologie, wo wir in einen Stütze und einen Träger, hier kommt eine Vorspannung, wir verbinden die Elemente zusammen. Und hier in den Bereich, in diesen Knotenbereich, weil ich komme mit einer Kraft gegen die Stütze, die Faser gehen in die Richtung, Holz ist in die Richtung sehr stark, schwach in die Richtung, ist senkrecht zur Faser. Darum wir machen, ja, dieses Wechsel von Fichte auf Esche. Warum? Weil Esche hat dreimal höhere Festigkeiten als Fichte. Also wieder eine Anwendung von Laubholz. Das ist, ich glaube, ein interessantes System, weil die funktioniert sehr gut auch in Erdbeben. Und zwar, Sie können sich so vorstellen, damit Sie sehen auch, was wir an der ETH machen können, die großmaßstäbliche Versuche, das sind zwei Geschosse, zwei Felder, Maßstab 1:4. Und das ist eine sogenannte vorgespannte Rahmenkonstruktion. Und die wird einfach links und rechts geschüttelt. Wir simulieren ein Erdbeben oder auch ein Wind. Und die Tragkonstruktion macht einfach, ja, schwingt, ja, links und rechts und so weiter. Und nach den Erdbeben bringt die Vorspannung die Tragkonstruktion in ihre ursprüngliche Lage. Also Sie haben ein sogenanntes selbstzentrierendes Gebäude. Sie wissen, nach einem Erdbeben, die Gebäude stehen vielleicht so. Müssen Sie trotzdem abreißen? Nein, dieses Gebäude kommt zurück in seine ursprüngliche Lage. Und so haben wir dieses Gebäude an der ETH, wenn Sie zu uns zum Besuch kommen. Ist ein kleines, aber feines Gebäude, zwei Geschosse, 20 mal 20 Meter, also 400 Quadratmeter. Ja, wo wir wirklich gesagt, das ist die Bauhalle, wir machen die Versuche. Und hier haben wir gleichzeitig dieses Gebäude verbaut. Mit einer vorgespannten Holzrahmenkonstruktion in beide Richtungen. Es gibt keine tragende Wände. Wir nehmen horizontale Kräfte, vertikale Lasten nur mit dieser Rahmenkonstruktion. Darüber haben wir eine neuartige Holzbett- und Verbunddecke. Ja, wir haben versucht, einfach neue Technologien selber umzusetzen. Das gilt der ETH unseren Dank, dass sie uns erlaubt haben, wieder, das existiert nur bei uns. Unter eigener Verantwortung konnten wir das machen. Das ist das Privileg, was wir in der Schweiz haben. Und das ist diese Möbelqualität der Eschenstützen. Das sind hybride Träger, Esche, Fichte. Wir zeigen, wir können sogar Holzarten in Zukunft zusammen kombinieren. Das ist Dachkonstruktion, Sitz und Zimmer. Wir haben eine Buchenkassettendecke, biaxial, trägt die Lasten in beide Richtungen, alles aus Buche. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, aber zurzeit immer noch unbezahlbar, aber einfach schön, um zu zeigen, was wir mit Laubholz machen können. Ja, und was wollen wir noch mehr? Ja, gut, immer größer und immer mehr in die Höhe. Das ist selbstverständlich. Wir möchten diese Grenze einfach immer verschieben. Was ist möglich? Und es ist zurzeit ein Wettbewerb. Die Architekten kommen mit solcher Visualisierung und jede Stadt kommt und sagt, ich baue 100 Meter, nächste Stadt 105, nächste 110. Es ist wirklich ein Wettbewerb für diese Holzhäuser.
Ja, gestartet, das ist diese LCT-1, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Es waren 27 Meter 2012. Nach 10 Jahren, wir sind schon bei 90. Also es geht überproportional, immer einmal positiv. Es ist nicht nur der CO2, auch die Öl der Holzgebäude. Es wachsen in die Öl. Ja, 90 Meter, wo sind diese erste Generation der Holzhochhäuser hier in Europa? Aber Sie wissen, die Hochhäuser sind eher hier in China oder hier. Aber die Holzhochhäuser sind in Europa, weil wir haben das beste Wissen. Schweiz, Deutschland, Österreich, das sind einfach die besten Länder in Bezug auf Ausbildung, Unternehmer, Qualitätssicherung. Es stimmt alles. Architekten, Ingenieure und auch, ich würde sagen, Geld. Investoren, die auch sagen, ey, ich möchte anders bauen. Ich möchte neue Wege grundsätzlich antreten. Das heißt, wir bauen wirklich die erste Generation in Europa. Einige entstehen in Australien, Kanada, Nordamerika. Dahinter stehen europäische Firmen. Das war das höchste Gebäude, 55 Meter, in Vancouver für die University of British Columbia. Studentenwohnungen, ja, nicht schlecht. Und dann kamen die Wiener, 84 Meter, 2019. Sie haben sich gefreut, das ist das höchste Gebäude der Welt, Hybridbauweise, Stahlbetonkern, den Rest in Holzbauweise. Die Norwegen haben das gesehen und haben gesagt, 2019, leicht höher mit diesem Trick. Sie sehen, sie haben eine zusätzliche Konstruktion. Dann wurde begründet, das ist wichtig für die Stabilität von Gebäude. Ist eine feste Einrichtung, das heißt, es wird gemessen, sie haben den Rekord. Aber jetzt die Amerikaner haben auch Gas gesehen und sie haben jetzt auch einen Meter mehr gebaut. Auch wieder ein Trick, zuerst ein Stahlbetongebäude und darüber ein Holzgebäude. Also da sehen Sie ein bisschen, wie dieser Wettbewerb läuft weltweit. Aber ist gut, wir verschieben die Grenze. Immer ein Meter mehr in die Höhe. Was macht die Schweiz? 36 Meter in Risch-Rotkreuz. Das ist das erste Hochhaus mit den neuen Brandschutzvorschriften. Über 30 Meter ist ein Hochhaus in der Schweiz. Das heißt immerhin 6 Meter mehr, 2018. Es ist wirklich in diese, also im Vergleich zu den anderen Gebäuden, wo Sie gehen in die Gebäude, sehen Sie kein Holz in der Schweiz, dürfen wir sogar die lineare Bauteile sichtbar lassen. Also Sie gehen in Gebäude, Sie merken, es ist ein Holz. Hybridgebäude, Stahlbetonkern, aber die anderen tragenden Elemente in Holzbauweise. Das gefällt auch den Architekten. Sie sagen, wenn ich Holz wähle, möchte Holz auch zeigen. Und nicht alles dann mit Gips verkleiden und so weiter. Es ist auch wichtig, dass wir in die Richtung gehen. Und jetzt das höchste Gebäude in der Schweiz, 60 Meter, auch in Risch-Rotkreuz, Sustoff IB Feins, 15 Geschosse in 15 Wochen gebaut für die Astro, für die Hochschule in Luzern. Warum in Holz? Weil der Bauherr hat gemerkt, ey, Semester beginnt im September, das Gebäude muss fertig. Das war die einzige Chance. Nein, es ist schon so, Sie haben gemerkt, sonst haben wir ein Problem. Wir haben der Hochschule Luzern ein Gebäude versprochen für Beginn des Semesters. Aber mit der Vorfabrikation können Sie das in 15 Wochen realisieren, 15 Geschosse. Kommt dann noch der Innenausbau, aber der Rohbau war fertig. Und jetzt ist, wenn wir in die Höhe gehen, haben wir schon die sogenannte erste Herausforderung, die Aussteifung. Ja, das ist die Lösung. Wir können die Stahlbetonkerne nutzen, aber dann sprechen wir von Hybridbauten. Oder wir versuchen wirklich ein Tragwerk aus Holz, um die horizontale Kräfte wirklich aufzunehmen, ohne Beton. Das ist zum Beispiel Tweed in Bergen mit diesem riesigen Fachwerk in der Fassade. Da haben wir jetzt eine spannende Doktorarbeit von Charles Pink. Er untersucht darum,
mit welchen Tragkonstruktionen können wir wirklich mit Holz in die Höhe gehen? Nur reine Holzhäuser. Das sind die sogenannten Rahmentragwerke, Fachwerke oder die Kombination von Fachwerke und Rahmen. Das sind die sogenannte Röhre in Röhre oder Tube in Tube. Und das ist eine interessante Kombination, wenn Sie einen Rahmen haben, er macht eine solche Verformung, und kombinieren Sie mit einem Fachwerk, macht eine andere Verformung, aber wenn diese Elemente zusammen verbunden sind, Sie zwingen diese zusammenzuarbeiten. Ja, der Rahmen ist, ich würde sagen, stark Ihr, und nein, der Fachwerk stark Ihr, der Rahmen eher Ihr, und Sie sehen, sie arbeiten zusammen, sie haben geringere horizontale Verformungen. Die Hochhäuser werden im Wesentlichen so bemessen, dass die Personen sich gut fühlen, auch wenn es kommt große Wind. Es ist einfach dieser Komfort der Personen und so weiter. Keine Sorge, kein Hochhaus wird umkippen. Es geht nur einfach um wirklich Komfort, horizontale Auslenkungen zu begrenzen und so weiter. Und wir dürfen schon zeigen, dass gerade die Kombination Röhre in Röhre erlaubt uns, die Anforderungen zu erfüllen. Und die Reise geht weiter. 100, 150 Meter ist denkbar. Und darum kommen auch solche Gebäude. Die nächste Herausforderung, das ist die Robustheit. Bei einem Hochhaus kann nicht sein, dass ein lokales Versagen führt zum Gesamtkollaps. Das ist nicht selbstverständlich. Also das wollen wir sicher nicht sehen. Und jetzt, wie machen wir aber in Holzbauweise? Weil Holz hat schon einige Besonderheiten, die Anisotropie, große Streuung, Materialeigenschaften, linear elastisches Verhalten, Verbindung, in der Regel maßgebend, vorwiegend statisch bestimmte. Also die Ingenieure sagen, mit dem Material wird vielleicht schwierig, die Robustheit hinzukriegen. Aber wir müssen jetzt neue Systeme entwickeln, damit auch wenn eine Holzstütze versagt, die Lasten werden von den anderen Elementen genommen und das Gebäude stürzt nicht ein. Und daran arbeiten wir mit Alex Kau. Ist klar, wir können nicht ein Gebäude bauen und dann einfach zum Versagen. Es geht nicht. Wir verwenden immer mehr diese numerischen Modelle. Dann versucht man, Teile der Modelle mit Versuchen zu validieren, weil ein Gesamtgebäude können Sie darum nicht bauen und auch nicht zum Gesamtversagen bringen. Und zum Beispiel eine Frage ist, ja, was ist, wenn ein Holzelement versagt? Wird Energie dissipiert? Wir kennen Holz als sprödes Material. Ich belaste und versagt sprödartig. Aber trotzdem, es bilden sich Risse. Das heißt, eigentlich eine gewisse Energiedissipation sollte auch ein Material Holz haben. Und dann haben wir jetzt in letzter Zeit einfach eine alte, klassische Pendulumversuch. Wir lassen eine große Masse gegen ein Holzstück. Ohne diese Holzbalken geht die Masse bis hier. Und mit diesen Holzbalken, ja, geht nicht bis oben und dann ein bisschen Physik und dann kann man rechnen, was für eine Energie wird dissipiert. Und das ist ja, was ich von Alex bekommen habe, er hat gesagt, ja, kann ich so ein Pendulum machen? Ich so, ja, magst du es, meine, gehst du in die Bauhalle? Und am Schluss, der Pendulum war 4,50 Meter hoch, da ist eine Masse von 4 Tonnen, das ist ein gigantischer Versuch in Richtung geworden. Und mit dieser haben wir in den letzten Wochen oder Monaten einfach Holzbalken gebrochen. Ja, das haben wir überdimensioniert, weil ich meine, das höchste Szenario ist, dass der Pendel geht nicht durch, aber es ist immer noch Holz. Aber es ist einfach, was wir gemacht haben. Und klar, das ist kein Spaß, das sind wissenschaftliche Versuche, also wir haben einfach viel Messtechnik auf diese Versuche investiert und das ist zum Beispiel die iSpeed-Kamera. Ja, jetzt, man sieht mit dem Internet. Aber es ist unglaublich, was wir heutzutage beobachten können.
wir sehen wirklich, wie die Faser zerbrechen, wir sehen unterschiedliche Versagenarten und so weiter. Das erlaubt uns doch das bessere Verständnis auch von diesem Material, wenn, klar, in diesem Fall versagt. Dann die nächste Herausforderung, ja, die Querschnitte werden immer größer. Das sind die Elemente in Majorstenet, das war das höchste Gebäude der Welt, da merken Sie, das sind riesige Querschnitte. Und das ist die Frage, ist das sinnvoll? Ist das nachhaltig, so viel Holz? Und hier sagen wir, ja gut, vielleicht müssen wir dann wirklich auf Laubholz wechseln. Weil das sind dann einfach geringere Querschnitte. Wir haben höhere mechanische Eigenschaften. Nächstes Jahr beginnt der Bau von Swat in Regensdorf, 75 Meter. Wenn fertig wird, das nächste höchste Gebäude in der Schweiz. Ist ein Wohnhaus, also dort wohnen. In Ristrakzau sind mehr Büro. Und es ist aus Buchenholz, Stabstichtholz in Buche von der Firma Fagus Swiss. Das ist Schweizer Buche, was wir verbauen, von Jura und so weiter. Ich glaube, das ist wieder, wenn fertig, Redwood ist auch bezeichnet. Ein Leuchtturmprojekt, kommen Sie nach Redensdorf, es ist schon eingesteckt und die Baustelle geht. Nächste Herausforderung, das ist die Decke. Und bei der Decke, also diese, ja, da haben wir keine Fantasiegrenze. Wir entwickeln immer eine neue Decke, weil die Decke ist so anspruchsvoll. Sie haben so viele Anforderungen zu erfüllen. Benchmark ist immer die Stahlbetondecke, unschlagbar in Bezug auf Kosten und so weiter. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Flachdecke, also eine Holzdecke, die auf Stützen. Da brauchen Sie keine Träger mehr, keine Unterzüge. Das ist wirklich die Idee, da können wir wirklich wie Stahlbeton machen, Träger und dann einfach, Entschuldigung, Stützen und dann einfach diese Decke in Brettsperrholzbauweise. Wir haben eine neue Verklebung, Technologie, macht die Firma TS3. Oder wir haben jetzt hier eine neue Holzbetonverbunddecke unter der Anforderung, möglichst wenig Material, möglichst wenig Beton, möglichst wenig Holz. Daraus ist ein Sandwich entstanden, eine Buchenplatte, unten eine Betonschicht, oben eine statische Verbindung. Das brauchen wir mit eingeklebten Stahlzylinder. Und dahinter, ja, sie füllen dann diese Hohlraum, was sie brauchen, vielleicht eine Schüttung für Schallschutz und so weiter, können sie wirklich, ja, beliebige Materialien nehmen, je nach Anforderung. Die Decke ist sehr leicht, aber sehr leistungsfähig. Die Decke funktioniert statisch wunderbar. Das heißt, wenn wir diese Decke biegen, haben wir eine Banane. Das ist immer gut. Wenn Sie eine solche Verformungsfigur sehen und Sie sehen, das Holz bricht nicht, das ist genial. Wir haben ein System, das verformt sich, aber versagt nicht, weil Sie würden nicht auf diese Decke bleiben. Da würden Sie vielleicht, ja, darum den Raum verlassen. Und das versagt nicht. Es ist zuverlässig, duktil, robust und offensichtlich auch wirtschaftlich, weil wir versuchen, möglichst wenig Material in diese Decke einzusetzen. Das ist der große Versuch, wieder in der Bauhalle 5,50 m x 5,50 m. Die Decke arbeitet in zwei Richtungen, wieder wie Stahlbetondecke. Und konnten wir zeigen, ja, das eigentlich ist eine interessante Decke, entwickelt zusammen mit Implenia und Waldung Galmarini. Und das ist ein, ja, muss sagen, dann ein Glücksfall, dass Implenia und Galmarini mit Duplex-Architekten gewinnen einfach den Wettbewerb und das Hochhaus in Zug, Projekt B, 80 Meter, wird mit dieser neuen Bauweise gebaut, mit dieser neuen Holzbetonverbunddecke. Und das zusätzlich wird ein reines Holzhochhaus. Das heißt,
Auch die horizontale Kräfte werden von einer Rahmenkonstruktion in der Fassade und eine zusätzliche Rahmenkonstruktion in der Mitte des Gebäudes, eine sogenannte Röhre in Röhre oder Tube in Tube. Das ist ein echtes Hochhaus aus Holz, 80 Meter. Wichtig für diese Rahmenkonstruktion ist die Verbindung Stützenträger. Und da haben wir die großen Versuche wieder in der Bauhalle gemacht, um den Ingenieuren die Grundlagen, diese Knoten wiederholt sich dann im Gebäude mehrmals. Das ist der Kern, das Schlüsselelement des Gebäudes. Die sehen auch, das ist in Maßstab 1:1. Das sind schon massive Querschnitte, die wir brauchen. Ist klar, wir gehen bis auf 80 Meter. In diesem Fall vorgesehen ist Furnierschicht Holz in Buche. Das ist wirklich das hochwertigste Material, was wir haben in Bezug auf mechanische Eigenschaften. Buche, sogar Furnierschicht Holz, also sie schälen die Bäume, sie kleben Furniere zusammen, keine Bretter. Ja, und das ist das Lastverformung, einfach linear, elastisch, plastisch, ist immer gut. Wir möchten immer Duktilität, Duktilität. Das ist im Ingenieurwesen ganz wichtig. Die Elemente versagen nicht, sondern verformen sich ohne Versagen. Wenn man schaut, diese Pi-Gebäude im Vergleich zu Zwart, Haut, oh, da merken Sie 80 Meter 27 Geschosse. Da haben wir 75, 24, 73, 21, 84, 24. Sehen die Geschosshöhe 3,50, 3,50, 3,13, weniger als 3 Meter. Das ist wirklich dank dieser neuen Decke, die uns erlaubt, wirklich große Spannweite, aber mit sehr schmale Dimensionen. Das ist ein großes Geschenk der den Bauer, er kriegt 3, 4 mehr Geschosse, aber ist auch nachhaltig. Wir bauen mehr mit weniger Material. Und das Gebäude ist einfach viel, viel leichter, als wenn wir konventionell. Und die Leichtigkeit schlägt sich in den Fundationen. Das ist einfach, wo sie auch viel Geld ausgeben. Würde man das Gebäude konventionell mit Stahlbetonkern, hätten sie riesige Fundamente gerade unter den Kernen. Diese Rahmenkonstruktion verteilt die Lasten besser. Da wird viel Geld gespart und nicht nur Geld, auch Material wieder, Ressourcen sparen. Das Gebäude ist einfach viel leichter, verwenden wir weniger Material. Und das komme ich langsam zum Schluss. Ich sehe, ich bin auch über die Zeit, Entschuldigung, aber das ist jetzt mein neues Credo, eine Stuhl aus Buche. Warum zeige ich Ihnen einen Stuhl? Weil dieser Stuhl hat ein Gewicht von 2 Kilo. Wie viel trägt ein Stuhl? Gemäß Konitz unter 10. Ich möchte einmal testen, ist vermutlich viel mehr. Aber jetzt merken Sie, Eigengewicht 2 Kilo, Nutzlast unter 10. Also der Stuhl trägt 55 mal mehr. Was machen unsere Gebäude umgekehrt? Wir bauen Gebäude, um sich selbst zu tragen. Das kann einfach nicht sein. Unsere Gebäude wurden gebaut, um das Eigengewicht zu tragen. Nicht uns, das Eigengewicht. Und mit Holz haben wir genau die Chance, endlich ein Material, das die Nutzlasten trägt und nicht sich selbst. Und darum wir sagen, das Verlangen nach Leiten und materialsparende Strukturen sollte zwangsweise in den Vordergrund rücken, wenn die Rede von materialeffizienten und ressourcenschonenden Bauen ist, muss die Reise im Bauwesen weiter diesen Weg einschlagen. Die Aufgabe, das Gewicht unserer Bauten zu senken und mit weniger mehr bauen zu können, wird zukünftiges Hauptziel der Tragwerksplanung sein. Wir müssen mehr bauen mit weniger Ressourcen. Und das wird vermutlich wieder in Winterthur passieren mit den Rockert 100 Meter
2026 für dieses Gebäude. Wir sind daran, diese Deckensysteme weiterzuentwickeln. Vielleicht in dem Gebäude kommt nicht die Buche, vielleicht kommt sogar die Birke. Leider dann, die Birke kommt nicht aus der Schweiz. Wir haben Pfennigbirke, aber es geht immer um, ja, vielleicht neue Grenzen, neue Lösungen zu zeigen. Es wird sicher, wenn gebaut, ein Leuchtturmprojekt, wird das höchste Hochhaus der Welt mit 100 Meter Wohnhochhaus, aber es gibt noch weitere. Die Schweiz wird in wenigen Jahren mehr Hochhäuser aus Holz als alle anderen Länder weltweit. Wir haben so viele Hochhäuser in der Planung, jetzt Rocket in Winterthur. Wir haben in Zürich 113 Meter von UBS angekündigt in Altstetten, Pi 80 Meter in Zug, Zwart 75 Meter Regensdorf, in Lausanne beginnt nächstes Jahr Tilia Tower 80 Meter. Es gibt Projekte in der Pipeline Bern, Basel. Hochhäuser aus Holz in der Schweiz wird fast der normale. Wenn Sie mich fragen, warum machen wir das? Ich höre auch von den Investoren, ja, ist klar, wir möchten neue Wege zeigen, ist klar. Aber nur so gewinnen wir die Abstimmung. Wir stimmen immer ab. Bringen Sie ein normales Gebäude unter Meter, da haben Sie keine Chance, eine Abstimmung zu gewinnen. Wenn Sie sagen, ich mache aus Holz, aus der Region, dann haben Sie die Bevölkerung mit Ihnen. Und vielleicht auch der Nachbar, haben Sie weniger Einsprachen. Es geht so weit, dass es gibt Projekte von 300 Meter, von 350 Meter. Mal schauen, das sind zurzeit Planungen, ich glaube noch Träume. Aber man sieht, wir gehen in die Höhe. Das ist die Firma Sumitomo in Tokio. 2041 machen sie ein großes Jubiläum, 350 Jahre. Und sie haben gesagt, ja, bis 2041 bauen wir 350 Meter. Das scheint mir ein gutes Ziel. Ja, vielleicht erkennen Sie dieses historische Foto von Empire State Building. Das ist, wie wir sehen, nächste Empire State of Wood, 440 Meter, mit den Personen auf einem Brettschichtholz sitzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also wenn wir jetzt wieder ein Applausometer hätten hier. Weil ich war 13 Minuten länger. Sie sehen, der Applaus hat bestätigt, das war ein super Vortrag. Vielen Dank. Danke vielmals. Also Sie haben das Hochhaus wunderbar verkauft. Wenn ich das Geld hätte, ich würde gleich eins kaufen von Ihnen. Und deshalb bin ich gleich beim Preis. Wie sieht das aus, was die Preise anbetrifft? Gegenüber konventionellen Bauten. Sie haben gleich am Anfang diese Flugaufnahme von Zürich gezeigt und haben dann auch kommentiert, es wird niedergerissen und wird konventionell wieder aufgebaut. Wie sieht das mit dem Preis aus? Wäre es nicht einfacher und billiger mit Holz? Also, der Preis ist nur ein Element, Gott sei Dank. Es gibt keine Investoren, die solche Gebäude realisieren, wenn der Preis nicht stimmt. Ich kann nicht sagen, dass ein Hochhaus in Stahlbeton wird immer günstiger. Das ist unbestritten. Ich habe am Abendessen erwähnt, der Beton kostet 35 Rappen pro Liter. Wie viel zahlen wir jetzt für den Benzin? Beton kostet 35 Rappen pro Liter. Aber jetzt kommen weitere Argumente. Man sagt, Holzgebäude sind jetzt auf ein Niveau, wo vielleicht sprechen wir von 10% mehr
an den Rohbaukosten, aber die Rohbaukosten sind nur 20% von den Gesamtkosten. Also am Schluss sind ein paar Prozent mehr. Aber viele Investoren sagen, ja, das sollte drin liegen, weil damit machen wir vielleicht andere Sachen besser. Aber es wäre schlecht, wenn wir Holz bauen, nur wegen Nachhaltigkeit. Auch der Preis muss stimmen, das ist schon so. Wir müssen optimieren und so machen, dass der Preis stimmt. Aber es ist gut, dass in der Schweiz wir haben auch finanziell ein paar Möglichkeiten. Weil ich frage mich, wer kann solche Gebäude bauen? Nur die Schweiz. Wenn wir nicht machen, wer sonst? Wenn die Schweiz nicht diese Vorreiterrolle, also die Schweiz sollte netto null, nicht in 2050. Also wenn wir möchten, wir dürfen noch schneller machen. Also wenn wir nicht schaffen, also wer wird das? Sie haben gleich oder irgendwann in Ihrem Vortrag von den neuen Brandschutzvorschriften gesprochen. Ja. Kurz gesagt, was sind die neuen Brandschutzvorschriften? Also die Brandschutzvorschriften werden jede 10 Jahre revidiert. Und die neuen, das sind die Brandschutzvorschriften, die ab 1. Januar 2015 gültig ist. Und ab diesem Datum dürfen wir auch Häuser mit 100 Meter in Holzbauweise realisieren. Vorher war wieder nicht erlaubt oder nur mit speziellen. Egal was für Holz. Egal, ja. Das ist auch Nadelholz und so weiter. Mit, ja, es ist. Okay, jetzt denke ich, Sie haben sicher Fragen. Viele Fragen. Ja, darum, Sie haben richtig identifiziert. Ich habe nur die guten Sachen vorgestellt. Die schlechten kommen nicht im Publikum. Nein, es ist schon so. Holz verfault, das ist klar. Wir nehmen ein Stück Holz, legen wir draußen, verschwindet. Das ist ein biologischer Bauprozess. Dafür brauchen Sie Feuchtigkeit über 20%. Diese Möbel hier wird nie verfaulen, haben wir nicht genügende Feuchtigkeit. Das heißt, unsere Holzkonstruktionen für Gebäude, das ist wirklich ewig. Wenn Wasser kommt, haben wir ein Problem. Das ist korrekt. Aber wenn wir richtig bauen, ich meine, am Schluss sind die Nasszellen vielleicht kritisch, wo Wasser eventuell, oder Gebäudehülle und Dach und so weiter. Aber diese Tragkonstruktionen, die ich Ihnen vorgestellt, da haben wir kein Problem von Dauerhaftigkeit. Wir haben auch Brücken, die 1000 Jahre alt sind. Ja, warum? Ja, wir haben eine Dachkonstruktion, wir haben eine seitliche Schalung. Wir haben eine innere Schau. Wir wissen, wenn wir Holz vor der Witterung schützen, haben wir das Problem gelöst. Und das ist klar. Es gibt in der Schweiz konstruktive Holzschutz. Das muss Bauteile, tragende Bauteile nie der Witterung aussetzen. Das war ja die ganze Feuchtigkeit, Dauerhaftigkeit. Oberflächenschutz, das ist auch hier grundsätzlich problematisch, UV und so weiter. Aber im Gebäude haben wir weniger Probleme. In der Regel die Bauteile aber kommen immer mit einem UV-Schutz und so weiter, gerade für Transport, für die Baustelle und so weiter. Aber dann, wenn im Gebäude stehen, und dann haben wir wieder weniger Probleme. Aber man kann, wenn nötig, noch ein Feuchteschutz und so weiter. Aber wir sagen immer, möglichst wenig Chemie ist auch gut. Und Schallschutz, es ist einfach das Hauptproblem. Holz ist leicht, wir müssen die Holzdecken beschweren. Ist korrekt, um Schallschutz zu erfüllen. Das heißt, wir packen ein bisschen Kies, Unterlagsboden. Aber es ist einfach den Preis für die hohe Anforderung an Schallschutz. Wenn wir den Nachbarn nicht hören möchten, müssen wir die Holzdecken ein bisschen beschweren. Es funktioniert.
Aber diese Decke, ich habe eine Holzdecke, die trägt ein bisschen Auflasten, ein bisschen Kies, einen Unterlagsboden und die Person. Die Decke ist sehr leicht und hat die Funktion, die weitere Lasten. Bei einer Stahlbetondecke, was machen wir heutzutage? 28 cm Betondecke, das ist, was wir sehen. Es ist ein Gewicht von 750 Kilo pro Quadratmeter und darüber kommen 200 Kilo. Das ist, was ich vorher erwähnt. Wir bauen Gebäude, um sich selbst zu tragen. Und die Holzdecke hat kein Gewicht und dann muss ein bisschen Gewicht aufnehmen. Wir sind der Meinung, wir sollten Schallschutz hinkriegen, auch ohne Masse. Ja, das geht. Das heißt, Sie wissen, wenn wir Schichten haben, entkoppelt und so weiter, mir richtig. Ich bin kein Bauphysiker, kein Experte, aber wir werden sicher auch Schallschutz. Wir sollten einfach weniger Ressourcen. Aber es ist schon so. Ein bisschen beschweren müssen wir die Decken. Das hat sich bewährt. Bei den Holzdecken ein bisschen zu beschweren. Es ist faszinierend, für jeden negativen Aspekt hast du eine positive Antwort. Finde ich super. Wer hat weitere Fragen? Wer möchte? Ja, bitte. Das sollte ich wissen, aber ich weiß nicht genau, was für ein Projekt ist. Ich werde recherchieren. Aber das ist wieder ein Hinweis, dass wir doch mit Holz, ich kenne nicht alle Projekte, aber es gibt viele. Und einige sind vielleicht noch geheim. Ja, es ist, wir dürfen stolz sein. Wir haben sehr gute Firmen auch in der Schweiz. Ja, zum Beispiel Schilliger kann solche Brettsperrholzplatten erstellen. Aber es ist immer eine Frage der Menge und Lieferzeit und so weiter. Also da müssen wir schon noch uns verbessern, um unser Schweizer Holz wirklich in die Gebäude zu bringen. Bis jetzt verbauen wir viel Holz aus den Nachbarländern. Darum Österreich und Deutschland, dort haben sie die großen Firmen und die sind in der Lage, diese Menge zur Verfügung zu stellen. Am Schluss alles beginnt im Wald. Wir können nicht mit Holz bauen, wenn wir Holz aus dem Wald nicht nehmen, verarbeiten in Produkte und dann zur Verfügung stellen. Aber es gibt schon viele Anstrengungen. Und darum, wie Sie haben gesehen, wir nehmen 5, wachsen 10. Also man schätzt 1-2 Millionen Kubikmeter dürfen wir schon oder müssen wir schon unbedingt verarbeiten und stofflich für Gebäude. Aber wir haben nicht die großen Firmen wirklich wie in Österreich und Deutschland. Nein, bei Furnischperholzplatten, da brauchen Sie Klebstoff, ja. Phenolalzer, Klebstoffe und somit verschlechtern sie die Ekobilanzierung. Die Daten kenne ich nicht. Bei Brettschichtholz, Brettsperrholz, also wenn Sie mit Bretter arbeiten, dann ist dieser Klebstoffanteil vernachlässigbar. Aber das heißt, für die Ökobilanzierung wäre Holz ohne Klebstoff das Beste. Das ist immer so. Aber vielleicht solche Gebäude können wir nicht realisieren, weil wir brauchen die große Querschnitt. Aber Sie wissen, es gibt auch Gebäude mit Holzbauten ohne Klebstoff. Brettschichtholz, Brettsperrholz, man sagt, Klebstoffanteil vernachlässigbar. Sperrholzplatte, also auf Basis Furniere, da haben Sie einen größeren Anteil. Wir hoffen, wir wissen, ich weiß nicht, ob in 5, in 10 Jahren haben wir auch die biobasierte Klebstoffe. Es ist, jetzt kommt Laubholz hier. 5%, nein, ja, 2%, ja. Das ist die Antwort. Also so wenig Eiche haben wir. Aber nein, es ist schon so. In Zukunft, wir haben formuliert, wir sollten in der Lage, mit möglichst vielen unterschiedlichen Holzarten zu bauen. Das ist eine Herausforderung.
Weil darum mit dem Klimawandel, wir wissen nicht, was die Natur uns gibt. Und das ist wirklich auch für die Industrie. Es ist einfach zu sagen, ich konzentriere mich auf die Fichte, ich optimiere alles für die Fichte. Ich bin wirtschaftlich für die Fichte, aber wenn die Fichte nicht mehr da ist, also in der Forschung, wir haben jetzt ein großes Projekt, viele Akteure, es geht, wie können wir in Zukunft mit möglichst vielen Holzarten bauen. Es ist schon so. Sie haben recht. Ja. Es kann sehr frustrierend sein. Ja, das ist schon so. Aber auch hier, wir haben das Privilegium, dass wir können Gebäude ohne Normen bauen. Nur in der Schweiz. Wir brauchen keine Zulassung. Nur Deutschland kennt die Zulassung. Nein, in der Schweiz, die Ingenieure können abweichen von Normen. Jede SIA-Norm steht, Artikel, ganz am Anfang. Wenn ich mehr weiß, kann ich anders machen, aber ich bin dafür verantwortlich. Nein, die Behörde schauen, wenn ich nachweisen kann, dass die Tragsicherheit erfüllt ist, lassen wir die Verantwortung bei den Bauingenieuren. Sie sind dafür ausgebildet und nicht. Ja, also mit, aber die Behörden, aber es ist schon so. Für Brandschutz brauchen sie immer noch. Es gibt Behörden, die scheinbar sehr gut sind, andere, die sagen immer nein. Wir haben 26 Kantone und bei den Kantonen noch unterschiedliche Vollzuggremien. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.